one that would eclipse the other two completely. At Auschwitz, tests were being made with an insecticide based on cyanide. Immediately after the German invasion of Poland, a film team commissioned by Goebbels to make a propaganda film arrived in the occupied territories. The film was shot in the squalor of the Jewish ghettos. On November 28, 1940, the film opens at one of Berlin's largest cinemas. The audience consists of representatives of the party, the army, the arts, and the sciences. Here, the campaign against the Jews reaches its zenith. This is the end of the propaganda war, the beginning of mass extermination. Immer dort, wo sich an einem Volkskörper eine Wunde zeigt, setzen sie sich fest und ziehen aus dem zerfallenen Organismus ihre Nahrung. Mit den Krankheiten der Völker machen sie ihre Geschäfte und darum sind sie bestrebt, alle Krankheitszustände zu vertiefen und zu verewigen. So ist es in Polen, so war es in Deutschland. So haben die Juden es in ihrer ganzen Geschichte gemacht. Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land, zerstören sie menschliche Güter und Nahrungsmittel. Auf diese Weise verbreiten sie Krankheiten, Pest, Lepra, Typhus, Cholera, Ruhr und so weiter. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Am gefährlichsten aber wird das Judentum dort, wo ihm erlaubt wird, sich in die heiligsten Dinge eines Volkes, in seine Kultur, seine Religion und Kunst hineinzumischen und darüber seine anmaßenden Urteile abzugeben. Der Schönheitsbegriff des nordischen Menschen ist dem Juden von seiner ganzen Natur aus unverständlich und wird ihm ewig unverständlich bleiben. Für die Reinheit und Sauberkeit des deutschen Kunstempfindens hat der wurzellose Jude kein Organ. Was er Kunst nennt, muss seine entarteten Nerven kitzeln. Ein Geruch von Fäulnis und Krankheit muss es umwittern. Es muss wieder natürlich, grotesk, pervers oder pathologisch sein. Diese Fieberfantasien unheilbar kranker Hirne wurden einst von jüdischen Kunsttheoretikern der deutschen Öffentlichkeit als höchste künstlerische Offenbarung aufgeredet. In 1938 another film had been made. Its theme was pest control. The film demonstrated a new, effective method using gas to kill pests. Die Anopheles-Mücke bringt die Malaria. Die Gelbfiebermücke, auch ein Todfeind des Menschen. Aber warum in die Ferne schweifen? Unsere Fliegen sind so nah. Auch sie können Krankheiten übertragen. Typhus, Cholera, Augenentzündungen. Ein etwas unbekannterer Kollege, der Messingkäfer. Aber Kleider hat er auch zum Fressen gern. Mit Metall hat dieser Messingkäfer also nichts zu tun. Dafür macht der Holzwurm seinem Namen Ehre. Er macht nicht einmal vor wertvollen Kunstschätzen Halt. Thank you.
Die Chemie liefert uns zu diesem Kampf die schärfsten Waffen, die Giftgase. In 2 more years, carbon monoxide will begin to be used on mental patients. And 3 years will pass before this gas is first used at Auschwitz. The gas is called Zyklon B. Blausäure, die ja äußerst giftig ist, eignet sich zur Schädlingsbekämpfung ganz besonders. Hier ihre einfachste Anwendungsart. Man lässt sie von porösen Gipswürfeln aufsaugen, die dann in gewöhnlichen Blechbüchsen gasdicht verschlossen werden. Mit Blausäure durchgast man größte Betriebe ohne jede Gefahr für Mensch und Material. Die Fenster werden gasdicht verklebt. In April 1943, Himmler gives a private speech before some SS officers. Hier sitzt der Feind. Anti-Semitism is like being deloused. Getting rid of lice is hardly a philosophical issue. It's a matter of cleanliness. Similarly, anti-Semitism is a hygienic measure that we have been forced to endure. We shall soon be deloused. There are only 20,000 lice left. They will soon be extinct in all of Germany. It was not by pure chance that an insecticide would be the Nazis' most effective weapon in the fight against the Jews. For years now, propaganda had hammered out the metaphor. The Jews as bacteria, insects, vermin. Therefore, to Auschwitz Commandant Rudolf Huss and his personnel, it cannot have been far-fetched that the stuff used to kill the camp's pests could also be used on people. For Huss, it was also a matter of delicacy. Langsam erfüllt das Gas den ganzen Raum. I was always appalled at the idea of shootings, he tells. Therefore, I was relieved to think that we might be spared all these bloodbaths, and that even the victims would be spared suffering until the end. 20 Stunden lang Blausäureeinwirkung und alle Schädlinge mit Brut und Larven sind vernichtet. Hier in diesen hellen, gepflegten Räumen gibt es keine Schädlinge. Sauberkeit und Erhaltung der wertvollen Güter bilden die Grundlagen für die Gesundheit und den Wohlstand eines Volkes. The Nazi cult of beauty functioned as a mental cosmetic. The picture of the ideal was the screen, behind which the murderers could pursue their craft. When Auschwitz Commandant Huss describes the ideal he created for his wife and children in the death camp's shadow, it is a clear expression of this function. After mass killings began, I was no longer happy at Auschwitz, he laments. My wife could not fathom my gloomy moods. She ascribed it all to my job. After it became clear to her what I did, we seldom felt the desire for sexual intercourse. From 1942 on, the gas chamber was the foremost tool of extermination. The mass shootings had ceased. Murder took on the guise of a hygienic measure. At Auschwitz, the medical aura was kept intact. Physicians played a major role in the killing process. It was they who selected the victims and saw to it that the poison gas Zyklon B was used as prescribed. Afterward, it was they who checked to see if the victims were really dead. A system which forced the victims to operate the killing facilities would spare the killers the unpleasantness of their horrible trade.